Hi, so ich habe Erdgas-Tanks, die in Passat eingebaut sind, müsste ich für meine weiteren Arbeiten zumachen, absperren. Das bedeutet, ich habe die Verkleidung hier abgemacht, so wie da hinten. Und hier sind die Ventile. Und hier oben, das hier, da muss man richtig zudrehen. In Uhrzeigersinn. Dann sind die Ventile zu, dann kommt kein Druck mehr aus den Ballons raus und im Motorraum ist dann auch kein Druck mehr. Und alle Ballons muss man so absperren. Wie gesagt, Verkleidung von unten abmachen und die Ballons hier und da vorne zumachen, damit kein Gas mehr in den Motorraum reinkommt.